Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 501. Episode dieses City Skylines After Dark, Snowfall, Natural Disasters und Mass Transit Let's Plays. Ja, in der letzten Episode haben wir völlig detailverliebt hier eine Tramlinie verlängert und auch die Schienen dafür gebaut. Und währenddessen gibt es ein kleines Verkehrschaos in der Stadt. Das hat sich in der Zeit getan. Hier wird auf einmal wieder ordentlich gestorben, beziehungsweise nicht abgeholt. Und hier, die Achse ist irgendwie dicht. Irgendwas ist hier los. Da müssen wir mal kurz gucken. So, mal von oben hier sehen, hier die rechte Seite. Da stehen sie bis ungefähr hier. Und genau dasselbe von oben. Ne? Also hier scheint das Epizentrum dieses Staus zu sein. Gucken wir mal. Alle könnten fahren. Keiner fährt. Gibt es hier irgendwas, was ich wissen sollte auf der Strecke? Keine Schilder. Verkehrsverbinder habe ich auch hier nicht gesetzt. Das heißt, dass wir hier einen Haufen Autos, also immer die ersten, einfach mal wegballern. Aber der Stau ist ja schon ganz schön heftig. Oh, go. Oh, so ist nett. So, und während des Staus sind wieder viele, viele andere Leute auch eingepennt und kommen jetzt nicht klar. Weil warum fährt denn er jetzt beispielsweise nicht weiter? Oder er? Müssen wir weiter bomben? Da wollte er gerade fahren, oder? Ich nenne das so meine Mini-Bazooka hier, diese Remove-Vehicle. Da kommt man auch nur über einen Mod ran. Und die Mods, die Liste stehen hier unter dem Video. Könnt ihr alles nachlesen. Oh, weg. Von oben, schöner Durchfluss. Gefällt mir. Von hier kommen sie. So, hier stehen sie in die Richtung. Was ist denn da los? Moment. Oh, oh. Okay, bewegt sich aber. Fließt. Was ist mit ihm? Und ihm? Ist hier eine Ampel? Nee, ich sehe keine. Doch, ich sehe eine Ampel. Teufelswerk. Ampel weg. Oh, checken wir mal den Nahbereich. Haben wir hier eine Ampel? Nee, nee. Und hier auch nicht. Okay. Hoffen wir, dass sich das hier wieder lösen wird. Nach oben kann es abfließen. Geradeaus können sie fahren und die können auch weg. So, wie geht's hier weiter? Stehen immer noch von unten und von oben. Fließt aber gerade. Sehr schön. Irgendwo Blockierer dazwischen. Hier, die könnten auch alle weiterfahren. Ah, Ampel. Ampel! Ampelalarm! Aus. Zack. Ampel. Weg. Mehr davon? Ja, weg. Hier ist keine. Hier ist keine. Okay. Alle Ampeln weg. Den machen wir wieder aus, weil der kostet doch ganz schön Frames. Aber anscheinend alles von dieser Kreuzung. Wobei hier mittlerweile auch komisch, also komische Fahrzeuge quer stehen. Das hier alles. Gut, die bewegen sich aber, wenn die sich hier bewegen. Ah, hier, die Tram, die kommen nicht vorwärts. Das heißt, Leute packen ihre Autos aus. Gut, die rücken aber alle auf. Also hier ist Leben drin. Er hier steht merkwürdig. Okay, die können weiter fließen. Oh, oh, oh. Na,
ist aber alles soweit. Würde ich sagen, auf den ersten Blick erstmal okay. Die kommen jetzt hier kaum durch. Ja, aber das müsste sich an und für sich regeln. Was ist mit dir? Ein SUV. Catherine Reed. Okay, bewegt sich. Na, ist auch eine Zivilistin, die hier die Auto ausgepackt hat und sich jetzt einfach in mogelt. So, hier stehen sie nach Norden. Weil, was ist hier los? Du bist los. Bleibt der Nächste stehen? Warum bleibst du denn stehen? Laufen keine Leute über die Straße? Verkehr kreuzt keiner? Hm. Okay. Oben ist alle Dude. Das kann, denke ich mal, abfließen. Das hier regelt sich gerade. Du musst schneller fahren. Apropos schneller fahren. Geschwindigkeiten könnte man gucken. Was darf man denn hier so auf so einer Achse fahren? 50. Das ist eine Hauptstraße irgendwie. Ich glaube, da machen wir mal die komplette Achse. Wenn die irgendwann mal einen Anfang findet. Jo, das hier ist Landstraße. 40. 40, 40, 40. Also, ich möchte, dass wir ab hier... was ist denn, wenn ich drücke gerade hier Steuerung, was soll denn das jetzt? Was zeigt er mir jetzt an? Hm. Steht nicht ans. Oh, 60, 60. Kannst hier auch ein bisschen schneller wenden. So, der macht 60 bis hier. Und hier pf, 70. Oh, das ist ja jetzt auch eine schöne Arbeit, die ich mir jetzt ausgedacht habe. Kann man das hier? Ja, kann man. Da könnt ihr auch so arbeiten. So, Brücke ist 80. 70, 70, 70. Bögen werden langsam enger. Ach, jetzt mach ich die ganze Zeit bloß eh eine Straßenseite. Mann, Leute, da müsst ihr doch mal schreien, da müsst ihr doch mal was sagen. Das sieht aus, wie ich manchmal wie zugenagelt bin hier. Oh Mann, die ganze Zeit schon. Warum macht er nicht beide Straßenseiten? Na, Professor Hastig ist wieder am Werk hier. Ah, so eine Straße ist ein ganz schönes Monster, oder? Ganz schöne Schlange. 70. Ah, juhu, wir haben die Hälfte, aber wir machen gleich auf der anderen Seite weiter. Und was wir haben, haben wir dann auch. Und ich bin nicht so der 30er-Zone-Freund. Ich glaube, das merkt ihr gerade. So, im Tunnel fahren wir sowieso immer schneller. Oh, oh. Okay. Suchen wir uns mal hier, wo es eindeutig wieder weitergeht. Dann kommen wir mit 50 wieder an, machen wir wieder 100 draus. Oh, nur auf der anderen Seite. Okay, nebenbei lief die Zeit, die ganze Zeit. Das heißt, wir können jetzt schön wieder nach dem Stau gucken, ob sich da ein bisschen was getan hat. Überhaupt noch auf der richtigen Achse hier, ja. Nee, das werden von unten gesehen mehr, die nach oben drücken. Oh, die linke Spur scheint gut. Und stehen bis hier. Und dann wieder wie von Zauberhand auf einmal. Ah, guck mal hier. Was ist denn hier los? Hier wollen sie hoch. Stehen sie bis hier. Weil hier ein Bus und eine Tram die Straße dicht machen. Hm, ja, das sind die Nachteile von Bus und Tram auf einer Spur. Das ist immer, wenn ein Bus kommt, ist das wie so ein kleiner Stöpsel.
Ansonsten könnte das doch gut abfließen. Ihn hier. Buslinien. Dann können wir noch ausmachen. Wir gehen hier auf Buslinien. Ihn. So, hat er jetzt alles da weggenommen? Ne, irgendwie scheint da noch eine Linie, eine Haltestelle zu sein. Der hat 10-mal geklickt. Wir sind auf Haltestelle, wir sind auf Bus. Warum nimmt er den nicht weg? Was ist da los? Warum dreht hier ein Bus? Warum ist da ein Bus verpeilt? Also da muss doch klar sein, wie die fahren. Fährt vorbei. Da muss man tatsächlich wieder jetzt Seziermesser rausholen. C13, C15. Und er weiß, dass er sie wegnehmen wird. Ja, okay. C10 bis 13 weiß auch, dass er sie rausnehmen wird. Okay. Ich glaube, das war dann auch, ne? Mehr fährt hier nicht lang. Reicht ja auch, ha? Zwei Linien. Hier kommt wieder ein Bus vorbei, das hätte das auch dann wieder weiter gestaut. So, Bewegung. Bewegung ist gut, von hier kommen sie auch ganz schön. Ah, löst sich aber etwas hier nach oben raus, das war auch schon alles vorhin rot gewesen. Hier können sie jetzt einfach reinfahren. Das hat sich super entleert. Hebsprobleme gelöst. Ja, wenn er rüber ist, dann können die auch endlos fahren, mehr oder weniger. Die können nachschieben. Die können nachschieben. Puh. Ah, das muss halt noch abfließen. Aber 71% ist wieder besser geworden. Also ich vermute nicht, dass wir an anderer Stelle noch irgendwie nur die üblichen Verdächtigen abchecken hier. Wo ist denn jetzt Norden? Verwürde ich doch nicht selber. Norden ist dort. Echt, da guck mal über 500 Episoden ruf. Kennt sich immer noch nicht aus. Naja, weil irgendwie so im Detail das ja auch teilweise alle ziemlich ähnlich aussieht. Nee, aber sieht ansonsten verkehrsmäßig doch anständig aus. Bis auf ihn hier. Und der scheint auch größer zu werden. Hier fließt's, hier fließt's. Und hier stapelt es sich. Wird aber trotzdem hier fahren. Er macht Sachen. Fährt. Dein Glück. Los, fahr. Sonst kommt der hier. Ha, also jeder holt sich hier eine einzelne Erlaubnis, um auf die Kreuzung einfahren zu dürfen irgendwie. Also als wenn die hier einen Schein ziehen müssen oder so. Ein Ticket. Kreuzungsticket oder so. Irgendwelche Schilder hier? Ne, nix. Ja, Leute, also ich bin der Meinung, dass das immer so die Kombination, eine unglückliche Kombination ist mit irgendwo hält gerade ein Bus, dadurch staut sich das irgendwie. Können nicht dran vorbeifahren. Obwohl, kriegt man sich auch wieder ein bisschen geleert hat hier. Okay, von hier drücken sie nach oben. Er sollte, ja, fahr mal. Bewegt sich halt hier, drücken sie noch von der Seite, wollen auch nach oben. Das kann eh ein Auto sein, so was wie das hier, was irgendwo einfach im Weg steht. Oder, na gut, er wird eventuell von dem Leichenwagen aufgehalten, obwohl ich das auch nicht so glauben kann. So, jetzt fährt er auch vorbei, geht doch. So, und er...
Wo ist Müll? Dafür müssen sie nicht anhalten. Also die fahren normalerweise am Haus vorbei und sammeln nebenbei. Leichenwagen holt ab, sehr gut. So, hier wird gedrückt. Hier möchte man nach rechts. Kann auch, an und für sich. Ja, was ich sehe, ist Bewegung, obwohl das alles knallrot ist. Hier ist noch komisch. Die kommen, die möchten hier oben alle nach links, so wie es aussieht. Und die möchten anscheinend auch alle nach links. Oder warum? Was hier? Straßeninstandsetzung, was ist dein Problem? Rückt er auf? Fährt er dann weiter? Nee, auch nicht. Müllwagen. Schön geträumt. So, er fährt jetzt. Würde er weiterfahren? Nee, die wollen alle links wohl hier rennen. Das löst sich, weil ich jetzt gucke. Bushaltestelle, ungünstig. Weil die ja auch gleichzeitig hier diese Ausfahrt zumacht, die jetzt gerade nicht benutzt wird, aber... So, da können wir noch ein bisschen feintunen hier. Einmal. Wir halten mal an. Und nehmen die raus. Hat er sich auch gemerkt? Wird er umsetzen. Oh, dann fährt er hier noch vorbei. Ne, ist er. Stadion 50. Na, aus. Auf der anderen Seite kann uns das ja mehr oder weniger egal sein. Viel befahren, okay. 10.05, 10.00 weg. 6 weg. Hm. Echt eine befahrene Ecke. So, dann sind wir auch durch. Dann machen wir alle an. Alle Stationen weg. Und das dürfte längerfristig gesehen kein Problem mehr sein. Na, hier fahren viele Linien auch so lang, die ich davon außerhalb kommen lasse, hier mal eine Runde drehen lasse zum Umsteigeraufgabeln. So. Aber 79%, das ist gut. Von der Sache her. Okay. Tja, abgefahrene Episode, praktisch nur. Verkehr im Grunde genommen. Nur Stau. Aber auch das kommt mal vor. Weil so ist halt eben auch das Spiel. So, wir gucken nochmal schnell hier die Karten durch. Strom sind wir gut drüber. Wasser selbstverständlich auch. Müll dürfte kein Problem sein. Bildung brauchen wir nicht mehr gucken. Gesundheit. Kranke Bürger 458 ist normal. Ja, ein bisschen viel Verstorbene. Aber das ist ja durch die Staus. Obwohl, das ist auch... Eigentlich gut, das war vorhin eigentlich mit toten Köpfen voll die Ecke. Na, da zahlt sich doch so eine enge Verteilung von Krematorien doch eigentlich aus. Das haben die schnell wieder wegbekommen, das ist gut. Ja, dann können wir auch die Zeit weiterlaufen lassen und machen Feierabend, Leute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ein bisschen näher ran. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.